Investor TV Was ist eigentlich ein Contract for Difference, kurz CFD? Ins Deutsche übersetzt meint Contract for Difference eine vertragliche Verpflichtung zur Zahlung einer Differenz zwischen Kauf- und Verkaufswert eines Wertpapiers. Eine Bank in Großbritannien erfand den CFD, weil ihre Kunden damit Steuern für Aktienkäufe sparen konnten. Die Bank kaufte Aktien und legte sie in ein eigenes Depot, während die Anleger lediglich einen Vertrag abschlossen, mit dem sie eins zu eins an den Gewinnen und Verlusten des Kurswertes der Aktie beteiligt waren. Heute können Anleger auch CFDs kaufen, die sich auf andere Basiswerte wie Rohstoffe, Anleihen, Indizes wie den DAX oder deren Sektoren beziehen. Das Produkt CFD wird heute zu unterschiedlichsten Konditionen angeboten. Typisch ist die Möglichkeit, einen sogenannten Hebel einzusetzen. Der Anleger hinterlegt beim Kauf der CFDs nur einen geringen Anteil des benötigten Geldes bei der Bank. In unserem Beispiel fünf Prozent. Den Restbetrag finanziert er durch einen Kredit. Durch den 95 Kreditanteil fällt der Gewinn für den Anleger um das zwanzigfache höher aus. Aber Vorsicht, ein möglicher Verlust hätte sich ebenso vervielfacht. Auch können Anleger long oder short gehen. Wenn sie long gehen, setzen sie auf steigende Kurse. Sie kaufen sich ein Wertpapier, um es später zu einem höheren Kurs wieder zu verkaufen. Je höher der Verkaufskurs, umso größer ist ihr Gewinn. Dieses Prinzip kehren Sie um, wenn Sie short gehen. Statt auf steigende setzen Sie nun auf fallende Kurse. Sie leihen sich ein Wertpapier und verkaufen es, ohne es tatsächlich zu besitzen. Erst wenn sein Kurs gefallen ist, kaufen Sie es und geben es zurück. Da Sie es schon teuer verkauft und später erst gekauft haben, bleibt Ihnen so ebenfalls ein Gewinn, der umso größer ist, je tiefer der Kurs gefallen ist. Dazu ein Beispiel. Sie leihen sich einen CFD auf irgendeine Aktie und verkaufen ihn zu 70 Euro. Wenn Sie ihn später für 50 Euro tatsächlich kaufen, bleibt Ihnen vereinfacht gesagt ein Gewinn von 20 Euro. Natürlich abzüglich aller Kosten. Schaut zu gehen birgt aber das Risiko, dass der Kurs des geliehenen Wertpapiers steigt und Sie es dann teuer zurückkaufen müssen. Der CFD Circle hilft interessierten Anlegern, dieses komplexe Finanzprodukt besser zu verstehen und Risiken richtig einzuschätzen. Und weitere Fachbegriffe aus dem Börsen-ABC finden Sie auf gewestor.de.